Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mit einem spontanen Video, weil spontane SBCs kamen. Dazu noch, ja, im Anschluss ein Food Champions Update mit einem Spiel, damit auch noch ein bisschen Action in dieser Folge drin ist. Warum ich dieses Video bringe, ist einfach, dass ich euch nochmal als Tipp geben möchte, dass momentan viele Silberspieler für tausende von Münzen weggehen. Ich habe jetzt, glaube ich, nur durch die Silberspieler fast 100.000 Münzen gemacht. Ich erinnere mich noch damals, wo ich mein Silber-Spieler-Pack-Experiment hochgeladen habe, und da hat einer geschrieben, was ein Müll, die werden doch eh nie steigen. Und das ist zum Beispiel ein Moment, wo wirklich genau so einer diese Silberspieler jeweils für 2.000 Münzen kauft und ja, mich dann reich macht, weil ganz ehrlich, für dieses Pack, für dieses, ja, Prime Elektron-Spieler-Pack so viel zu bezahlen, also je nachdem, wie ihr es macht, ja, lohnt sich das oder auch nicht. Also, ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Verkäufe rein, zeige ich euch erstmal, was ich alles verkauft habe, easy peasy. Also hier im Hintergrund erst auch normale Verkäufe, ja, den habe ich für Abstoß gekauft, ich glaube 10 irgendwas, 10, 5, 4K Profit nehme ich mit. Hofmann hat damals, glaube ich, für 11.000 gekauft, 6,5 mitgenommen. Ampadu habe ich ja schon vorher gekauft, bevor dieser neue Boost rauskam, für 10,5, Freunde, 8.000 Profit nehmen wir gerne mit. Dann habe ich noch mein Luis verkauft für 63.000, bisschen Profit und dann noch ein paar, ja, normale, sag ich mal, Goldspieler. Und dann fängt das schon langsam an mit den Silberverkäufen, aber auch hier könnt ihr schon mal ein bisschen durchgehen. Zum Beispiel schottische Spieler habe ich bei The Great Footsby, ja, auf Twitter gelesen, da hat er gepostet, ey, guck mal eure Bronzespieler von der schottischen Liga an und ja, die gehen für ein bisschen was, wie ihr seht, also könnt ihr auch nochmal abchecken. Ich weiß nicht mehr wegen welcher SBC, aber ja, guckt da nochmal vorbei. Und hier seht ihr im Hintergrund die ersten Verkäufe. Also was geht viel weg? Meistens heißt, sag ich mal, die großen Nationen, aber nicht unbedingt. Position von ZDM, ZM, ZOM bis zu Rechtsverteidiger, manchmal auch Innenverteidiger, gehen für gute Münzen weg, wie ihr im Hintergrund seht. Also von 1000 bis 3000 Münzen, also meistens 2000 habe ich hier weggehauen, wie ihr seht. Und das sind gute Profite, Freunde. Wie gesagt, viele von denen habe ich durch die Silber Spieler-Pack-Experiment, aber viele habe ich auch gehabt, weil ich halt viele Ligen-SBCs vorbereitet habe, indem ich halt viele Spieler für 200 bis 250 Münzen erboten habe. Und jetzt gehen die halt für sehr viele Münzen. Ich habe noch sau viele Spieler, die ich theoretisch, ja, die ich theoretisch für 700 oder so verkaufen könnte. War bis jetzt zu faul, aber mal gucken, ob ich die Lust noch habe, das zu machen. Und dann habe ich, das waren noch nicht alle, hier sind nochmal 27 Verkäufe und insgesamt sind das, glaube ich, 90.000 oder vielleicht sogar 100, ich weiß nicht, also ungefähr 80 bis 100.000 würde ich mal sagen, ja, habe ich gemacht. Hier nochmal Benzema überteuert verkauft und auch hier ist von der anderen SBC, Spieler von Dijon, 1,6 weggegangen, ist okay. Dann hier nochmal 2,7, 700, 1,4, 1.000. Also ihr seht, 3.000, 4.000, keine Ahnung, fragt mich nicht, wie diese Preise entstehen können und wer diese Spieler kauft. Aber ich nehme diese Profite mit, Freunde. 3.000 Münzen für einen, ja, von der Schweizer Liga, weil der Spanier ist, keine Ahnung, fragt mich hier einfach nicht, Freunde. Und ja, das sind gute Profile, die wir hier mitnehmen. Und Jordi Alba muss auch noch verkauft werden und ein paar andere Sachen. Also ihr seht, meine Liste wird immer weniger. Einfach nur durch überteuert verkaufen. Eine SBC, wo 83er und 84er benötigt werden, ist noch gar nicht rausgekommen. Aber trotzdem, ja, ihr seht, ich hatte, glaube ich, 80 Spieler von denen. Langsam sind schon 30 weggegangen. Überteuert verkauft. Also nach und nach gehen die trotzdem weg. Für gute Profite. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir noch die zwei SBCs und dann kommen wir gleich noch zum kurzen Food Champions Update. Hier haben wir die Vollmondnacht, Spieler aus derselben Liga, maximal 3 Spieler mit derselben Nationalität, maximal 3. Ihr könnt das nicht nachbauen, aber ich empfehle euch die SBC auch nur zu machen, wenn ihr, glaube ich, Untauschbare habt. Also zum Beispiel diese sind jetzt untauschbar oder wenn ihr halt diese Ligen, die kosten jetzt, glaube ich, jetzt nicht so krass. Die polnische Liga, ich bin mir nicht sicher, ob die was geht. Wo ich die gecheckt habe, gingen die eigentlich für nichts. Oh mein Gott, die gehen eigentlich für 1,5 oder so, ne? Also theoretisch könnte ich die jetzt auch verkaufen für 1,5, wenn ich Bock hätte. Aber ganz ehrlich, komm, ich mache das jetzt einfach, weil ich, fürs Video ist cooler, ne? Theoretisch, Freunde, würde ich, ja, vielleicht sogar den Profit mitnehmen. Aber ja, müsst ihr eigentlich nur 3 Strong Links oder Perfect Link, je nachdem, wie ihr wollt, reinhauen. Und dann könnt ihr die SBC mitnehmen, easy. Ich hatte, glaube ich, auch Loyalität drauf, also ich weiß nicht, ob es ohne Loyalität klappt, ja, also ohne, dass man diese geblockten Spieler kombinieren muss. Und dann haben wir noch die Vögel,
Das ist jetzt auch nichts Besonderes und eigentlich würde ich auch sagen, ja, lohnt sich jetzt nicht so krass jetzt vom Value her, weil so ein Non-Rare-Spieler geht ja auch jetzt momentan für 700-800 und ja, so ein Seltener geht auch für 700-800, also. Aber mein Packlack ist momentan sehr, sehr gut und deswegen nehmen wir das auch noch mit. Ein Goldspieler-Pack ist ein Seltener dabei, da kann ein Ronny rauskommen, kann eine Ikone rauskommen, ja, das nehmen wir dann auch mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir danach noch zum kurzen Food Champions Update. Ja, hätte schon Bock eigentlich, ja, das mal zu streamen, weil das waren jetzt gerade echt epische Spiele, die ihr jetzt nicht alle sehen könnt. Premium Silver Pack, vielleicht mache ich wirklich das Video noch vorne, weil jetzt mit der SBC lohnt sich das ja echt, diese ganzen Silver Packs zu machen. Und ja, schau mal, Freunde, ihr könnt ja gerne schreiben, ob ihr Bock drauf habt. Viele haben geschrieben, ja, interessant, manche haben auch geschrieben, langweilig. Vielleicht mache ich das einfach nur für mich selber dann. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Goldspieler Pack. 12 Goldspieler, 1 Seltener, könnte was Krasses rauskommen. Das war jetzt, glaube ich, nichts Krasses, aber man kann ja nicht aus jedem Pack-Opening oder aus jedem Pack was Krasses erwarten. Wir ziehen Rafinha, ist schon mal nicht so schlecht, 82er Brasilianer von Barcelona. Aber, was man sagen muss, diese ganzen Non-Rares gehen ja für ein bisschen was, soweit ich weiß. Also 700, je nachdem, ja, aus welcher Liga, welcher Nation, gehen ja weg, oder zumindest 600. Und dann haben wir noch das Pack und dann geben wir, wie gesagt, kurze Food Gems Update. Hier ist leider auch kein Walkout drin und auch keine Leinwand. Ist in Ordnung, sonst hätte ich auch wieder Gemecker von euch gehört. So, ah, du hast wieder so viel Glück, dies, das und so viel Packluck. Ja, kann ich mich dieses FIFA echt nicht beschweren. Und ja, wir ziehen aber einen Silberspieler, der für 1,8 auf jeden Fall weggeht. Tue ich mal auf jeden Fall auf die Transferliste. Freunde, wie gesagt, checkt das mal ab. Der geht auch für einen Taui wahrscheinlich weg. Und er könnte auch für ein bisschen was weggehen. Ja, 1,8 vielleicht. Und ja, ist gut, ist gut. Nehmen wir gerne mit. Und jetzt noch zum kurzen Food Champions Update. Ich werde euch gleich das 18. Spiel zeigen. Ich habe schon 18 Spiele gemacht. Ich wollte eigentlich jetzt das 19. Spiel aufnehmen, aber weil das 18. Spiel so anstrengend ist und es ist schon 2 Uhr nachts, dass ich habe einfach keine Kraft mehr. Ich weiß ganz genau, ich werde jetzt gleich auf einen starken Gegner treffen. Ich sage euch jetzt schon mal meine Bilanz nach 17 Spielen. Wie gesagt, 18 Spiele habe ich schon gemacht. Ich stehe nach 17 Spielen 15-2. Ja, 15-2, das Spiel, was ihr gleich seht, könnte meine Bilanz auf 15-3 verändern oder 16-2. Und ich habe jetzt eine richtig gute Form, ja, wie EA das nennen möchte, und ich weiß ganz genau, dass gleich ein starker Gegner kommen wird und deswegen kann ich jetzt kein Spiel mehr machen, weil ich kaputt bin. Ich würde das Spiel höchstwahrscheinlich verlieren, aber ich sehe schon, nach 17 Spielen stehe ich 15-2, was für meine Verhältnisse sehr, sehr gut ist, und das Team momentan harmoniert richtig gut, Freunde. Also ein kleines Update für die Leute, die das interessiert. Ja, Mbappé gefällt mir sehr, sehr gut. Griezmann richtig nice. Ich finde Suarez schwächer als Griezmann, wenn ich ehrlich bin. Aber auch Suarez hat seine starken Momente. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher, ja, Griezmann im Team behalten als Suarez. Weil Suarez wirklich meiner Meinung nach ein bisschen träger ist, ja, wie Kane. So diese Trägheit an sich hat. Also nicht nur, dass die Server manchmal Delay haben, sondern er ist an sich schon träger. Dass ein bisschen länger braucht für Aktionen. Nicht so schnell ist, nicht so beweglich ist. Und sein Abschluss nicht so krass ist. Ja, aber trotzdem ist er gut, finde ich. Trotzdem ist er gut. Bailly finde ich sau stark. Nicht so stark wie Varane. Aber wenn Varane mal verkackt, was sehr, sehr selten ist, weil Varane ist für mich bis jetzt einer, wenn nicht der stärkste Innenverteidiger, den ich gespielt habe, ja, ist Bailly immer da. Marcelo, ganz ehrlich, seine Arbeitsrate hoch gering. Gar kein Problem, Freunde. Weil ganz ehrlich, wenn er mal mit nach vorne geht, das ist wirklich intelligent durchdacht. Er macht intelligente Runs, nicht ohne Sinn einfach nach vorne, sondern wirklich, dann denke ich, Alter, genau jetzt brauche ich dich vorne und genau dann läuft er auch nach vorne, nicht ohne Sinn. Die Rea für mich mit Abstand bis jetzt der beste Torwart in diesem Spiel, Freunde. Der ist, was der mir schon gerettet hat, ist nicht mehr normal, Freunde. Und was eine ganz, ganz große Stärke ist, sein Rauslaufen. Man muss nicht selber, ja, man muss nicht selber drücken. Er kommt von alleine richtig perfekt getimed raus. Und dann diese 1 gegen 1, ich will nicht wissen, wie viele er mir schon gerettet hat, ja. Auch ein Meunier bis jetzt ist nicht mehr so negativ aufgefallen, ja. Also, ist okay bis jetzt. Also, aber viele von euch haben mir Second Inf vom Lala empfohlen. Werde ich vielleicht auch ausprobieren. Aber jetzt läuft es ja, wie gesagt. Und deswegen werde ich ihn behalten. Und dann würde ich sagen, war es das von diesem Part. Jetzt seht ihr noch sozusagen das 18. Spiel, was ich halt mit PlayStation Share aufgenommen habe. Also ohne Facecam. Mit schlechterer Quali, weil es mit PlayStation Share aufgenommen wurde. Und vielleicht ist meine Audio-Quali auch nicht so gut. Aber ich hoffe, es
es gefällt euch trotzdem, weil es war ein sehr, sehr starker Gegner, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Und ja, dann werdet ihr wissen, ob ich dann 16-2 stehe oder 15-3 und morgen, ja, werde ich dann meine letzten 12 Spiele machen. Vielleicht, ja. Ich werde mir jetzt keinen Druck machen, aber vielleicht ist die Elite drin diesmal, aber schauen wir mal. Ich versuche jetzt momentan einfach jedes Spiel Spaß zu haben. Das Team, das bockt, also das ist wirklich, das hat mir gefehlt, das ist wirklich, das spielt so harmonisch gut zusammen, Freunde. Das irgendwie habe ich das Gefühl, da spielt jeder für jeden und wenn da einer mal einen Fehler macht, dann ist auf einmal ein anderer da und hilft ihn aus. Also wirklich, das Team ist momentan richtig Bombe und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem 18. Spiel und dann sehen wir uns die Tage wieder. Ciao! Let's go, mal gucken, was für einen Gegner ich bekomme. Oh, oh, zwei rote Karten, Mahrez und Lala. Play of the Month, Hazard, Kanté, Varane, Marcelo. Ah, das wird schwierig. Digga, ich komm gar nicht hinterher, der spielt viel zu schnell, spielt voll wie Erné, Alter. Nein, Play of the Month. Bastard von Hazard, Mann. Lattenkreuz, komm direkt, nein. Mbappé mit Antwort. Let's go, Digga. Ja! 2-1, ja, Mann. Alter, Suarez. Digga, wieder mit dem Fuß noch reinzubekommen. Let's go, Digga. Priesmann-Suarez-Kombi. Varane? Nein. Boah! Griezmann! 3-1! Ah, mach 3-2! Alter, mach 3-3, Alter! Mann! Elfmeterschießen, Alter. Ja! 5-4. 5-4. Ich hab einen gehalten von dem. Ja, Mann. Alter, mach's ein Match, Freunde. What a match, man. Ja! Wie der Charles so hofft, dass du so, die Sprüche alle in Video drin sind. 16-2, Alter. 16-2, Digga. Holy shit, gute. Alter, ist richtig krank, Alter, 16-2.